Hallo, Leute. Ja, da sind wir wieder. Ich habe schon wieder ein Eiselement bei mir drin. Ich habe ein Lebenselement, Alter. Ich bin voll am Leben. Ein Full Alive. Aber hier ist irgendwo noch ein Gegner. Okay. Ah, ich wollte schon wieder cool. Und geh mal weg, geh mal aus dem. Geh mal da weg. Bam. Da ist noch ein bisschen mehr los. Man könnte sagen, den haben wir zerfetzt. Oder zwei Dolche. Oh, da ist ein Bär noch im Feuer. Das sind Schweine. Schweine? Shoaweng. Kannst du mal die Schweine. Ach, komm schon, ich verlasse. Köstlich gegrilltes Schweinefleisch. Oh, so wie Käse. Warte mal, da liegt einer auf dem Fass. Nein, der Käse ist weg. Man lebt nur einmal, ja. Bam. Wir sollten aufpassen. Irgendwie. Ich glaube, wir haben das mit den Schilden noch nicht. Hast du gerade ein. Ich habe gerade geschafft, ein Rundschild zu beschwören, aber er ist wirklich nicht mehr so uber, wie er mal war. Nee, nee. Ist das eine neue Waffe, die wir hier fallen lassen? Goblins? Nicht mein Arbeitsbereich. Zombolus. Der ist von Zombie, dem Let's Player, inspiriert worden. Dieser Charakter, deswegen heißt er Zombolus. Ernsthaft? Ja, hat er erzählt, hat er getweetet. Okay. Idiot! So fängt man sich an. Do you want to get ants? That is how you get ants. Oder sowas in der Art. Die sind feuerimmun, diese Ameisen. Keine gute Idee. Ja, wieso? Er ist doch tot. Aber wir können wieder. Hier, das arme Strohgeschäft wurde roh dahingemetzelt. Schau dir meine Rüstung an. Dankeschön. Oh ja. Komm. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Das war falsch, das war der Rundumzauber. Ich wollte nur das da. Mega Langsamkeit vor der Ruine. Das war der Schild. Das war der Steinschild, den ich gemacht habe. Der Rundum Steinschild, genau. Warte mal, geht das noch? Ja. Au. Oh, guck mal, mein Eisteil ist weg. So, ja. das Steinteil dran. Na ja, gehen wir weiter. Genau, schauen wir mal. Haben wir schon gesagt, dass wir wieder da sind? Wir sind wieder da. Leben plus Blitz ist Wiederbelebung. Yay. Ist Wiederbelebung. So wie immer. Moment, das kennen wir doch irgendwoher. Geiler Finger. Komm, wir uns greifen mal an. Wie ärgerlich. Wir sehen uns, wenn ihr den Kristallbucht erreicht habt. Viel Glück, den Kristallbucht. Ja, ist wahrscheinlich noch früh. Die werden die Übersetzung wahrscheinlich hoffentlich noch anpassen ein bisschen. Naja, es kann auch sein, dass es einfach, dass der Kristallbucht ja gar nicht keine Bucht ist. Oder? Wieso rennt sich so panisch weg? Oh, deswegen. Shit ist Schwachsinn. Ich bin tot. Warte. Hä? What the fuck? Was war das? Ach, das war mein Vieh, mein Helfervieh. Ich habe gar nicht wiederbelebt, aber meine Wiederbelebung wurde aufgebraucht. Ja. Der braucht dann die Wiederbelebung auf, aber kann dafür automatisch einmal wiederbeleben. Denn Zauber sieht halt irgendwie eine Frau an. Hört auf auf den Tischen zu tanzen. Das macht man nicht. Oh Gott, ich bin fast tot. Ah, das wird so nix. Ich glaube, das Steinschild ist immer besser, um Gegner fernzuhalten als das normale Schild. Au. Okay. Ja, das Spiel ist dezent schwerer. Ja, aber das ist ja nicht schlecht.
Oh, lass mich mit dem Riesenrad fahren. Warte mal. Lass mich mit dem Riesenrad fahren. Gleich. Erst müssen wir hier noch die auf den Tischen Tanzenden töten. Ja, irgendwie. Ja, und jetzt ist es voll aufgeladen. Das braucht ziemlich lange. Okay. Ja, sie sind tot. Warte mal, ist das ein Partyzelt? Erstmal gucken, ob Partyzelt Partymucke. Ein Zwerg und voller Leben. Nein, Springquell der Freude für viele. Lieb bei Kindern in aller Welt. Was für eine Verschwendung. Worüber reden die? So, geh mal da hoch. Guck mal, ob du da hinkommst. Ja, warte, ich will. Warte. Wieso folgt mir dieses unser Totenkopfvieh? Weil ich tot gewesen bin, deswegen folgt er jetzt dir. Du quatsch den Typen mal an. Hier ist. Warte hier. Hier ist es seilig, mit so dreien Seil vorbeizukommen. Ich finde meine Kontakte. Meine Kontakte sind nicht. Okay, können wir mal ganz kurz den Bildschirmausschnitt nach oben ziehen? Oh Gott, ich hab was angemacht. Ja, ich komme. Dieser ist offenbar in den Stiefeln gestorben. Okay. Dann. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Freigeschalten Narrenstab. Ihr habt es repariert. Das habt die ganze Woche nicht geschafft. Sehr schön. Ja, Ferris. Kein Ding. Ina. Offenbar sind sie dieses Gerät fest. Ich komme einfach nicht raus. Ich würde gern helfen. Ich würde gerne. Oh, das ist ein Narrenstab. Was kann der? Narrenstab aufnehmen. Wenn man der Puppe in die Augen guckt, lässt ihr intensives Starren einen den Kopf schwimmen. Aber jetzt enorme Geflüchter, macht euch nicht viel aus. Enormer Bonus zu Schildzaubern beschleunigt die Fokusregeneration erheblich. Bonus zu Schildzaubern. Wie können wir ihr helfen? Wollen wir sie umbringen? In Feuer, in Flammen, ich wollte auch gerade sagen. Geht aber nicht hoch genug, vielleicht Strom. Steine. Vielleicht auf sie über. Ferris, kannst du mich helfen? Habt ihr eine Fahrkarte? Soll ja so Spaß machen. Vielleicht müssen wir eine Fahrkarte suchen. Ich versuche jetzt mal mit. Ich bin Lauf ist Riesen, das gibt kein Halten. Nee, wir können sie nicht töten. Gott, gleich so eine schwere Quest am Anfang. Ah, wir kommen das. Warte mal, bekommen wir das hier vielleicht mit Feuer durch? Nee. Ich habe ja versucht, mich hochzuteleportieren. Ich weiß halt nicht, ob das nur ein Spaß ist oder ob wir da wirklich. Ich denke mal, ich habe solche Argen. vielleicht hier irgendwo eine Karte? Die geht nicht rein. Okay. Sehr schön. Warum bist du gerade gestorben? Ah, er hat uns beide wiederbelebt. Ist er weg? Jetzt ist er weg. Okay, er ist also nur da, wenn er nur einen wiederbeleben muss. Und nicht, wenn er beide wiederbeleben muss. Und was ist gerade passiert? Hast du gerade was gemacht? Nö, irgendwie eigentlich gerade nicht so sehr. Müssen wir Ferris umbringen? Okay, du bist jetzt der Schildtypi. Repariert. Wartung durch IW. Datum heute. Ursache der Störung keine Blitzenergie. Die Reparatur Blitzenergie durch IW. Oh ja, bitte. Warte mal, mach nochmal. Nee, so können wir es nicht reparieren. Wer ist W? Wie hieß der Typ, der hier war? Ferris. Okay, dann war es nicht. Wollen wir weitergehen und gucken, ob wir einen Typ finden, der W heißt? Ja. Oh, guck mal, der Spruch, der freut dich doch bestimmt, oder? Ja, den habe ich auch gerade entdeckt. Die Leute können sich einfach nicht mehr amüsieren, wenn sie sich nicht mit Limonade vergiften. Wo ist das denn? Ist auch was. Ein Suppenstand. Seltsames Festessen. Die Taktik der verbrannten Erde, schon klar. So. Let's go. Wir haben irgendwie noch nichts geschafft. Nein, irgendwie nicht. Ich bin irgendwie der Meinung, wir können der Frau noch irgendwie helfen. Es gibt uns bestimmt irgendwas. Aber. Aha. Ach, was ist das da? Es fanden zwei Zauberorden am Platz, sich auf Grenzen zu morden. Sie warfen sich übel zu schaffen. Warte mal kurz. Ich kann gerade nicht lesen.
So, warte mal, ich guck, ob ich den anderen hier finde. Du quatsch mal den da hinten an. Kannst du den anquatschen? Nee, ne? Nein. Gut. Aber ich kann ihn töten. Au! Komm bitte hier runter mit. Du bist übrigens nass, das siehst du unten. Komm mal mit. Töte ihn mal gerade nicht, vielleicht kann man den anderen noch... Vielleicht wissen die ja, wie wir die Leute retten können. Der ist doch hier runtergerannt. Bist du gestorben? Ich glaube, der ist gestorben, ja, wenn ich rechts ihn kriegt. Schade. Ich habe ihn extra einen Wasserstrahlenzauber hinterhergejagt. Wasser und Tod, was? Lass mich schon wieder... Ich wollte dich abtrocknen, aber irgendwie warst du... Ich wollte ihn nur trocknen, der war nass. Ich kann nichts dafür. Du brennst übrigens. Jetzt nicht mehr. Bin ich jetzt im Schild oder außerhalb des Schildes? Okay, man kann Schild halt auch nicht mehrmals machen. Das ging früher auch schon nicht. Aber ich kann raus und reinlaufen. Tanz, tanz, kleines Schweinchen. Okay. Absorptionswächter. Das und bewirkt es auf euch selbst. Wenn ihr jetzt von diesem Element getroffen werdet, heilt es euch. Ah, cool. Das ist praktisch. Und das heilt mich trotzdem weiterhin. Ja. Ich glaube, hier kommt gleich Feuer raus oder irgendwas. Wie probieren wir das aus? Au, 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 au. Ganz viel tot. Kannst du mich wiederbeleben? So, also als allererstes mal ist der Absorptionswächter wahrscheinlich deswegen beschwört das mit Arkan, weil er sagte, dass das gut ist. Und dann nehmen wir einfach Eile. Zack, und dann nehmen wir Eile. Ich will nicht den Repressionsstab, ich will den Narrenstab. Und jetzt durch da. Verdammt. Die andere heilt uns zwar. Wow. What the fuck? Beleb mich mal bitte wieder. Okay. Du bist da hinten schon. Ach so, da hinten bin ich. Verdammt. What the fuck? Was war das? Trigger. Das, da haben wir irgendwas getriggert. Der hat uns ziemlich weit vorgesetzt, aber ich glaube, da war nicht mehr viel. Ja, wahrscheinlich noch ein Elch. Vielleicht finden wir den 12. Elch hier. Das wäre ziemlich asozial. Da steht ja schon Leertaste zum Die erste Folge ist bei mir übrigens hochgeladen und veröffentlicht worden. Also, ihr könnt jetzt schon schauen. Ah, meine auch. Da ist ein Ameisenhaufen. Kann er mich töten? What am I do? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hatte noch nie Notunterricht. Der hat noch Warum rennen die alle durchs Bild? Ja, es ist ziemlich random hier, ne? Was immer ihr tut, bleibt verborgen. Ja, Martin. Super. Hört mit dem Geschrei auf, sie könnten uns hören. Ja. Hi, es ist schon Sperrstunde. Meine Mama bringt mich um, wenn es die Goblins nicht tun. Da oben ist ein Bienennest. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Ich find's geil, wie er den Stein so ganz lasch wirft nur. Wartet. Halt! Menschen! Wartet! Menschen! Richtig? Oder Elfen? Nun, Zwerge sind wohl ausgeschlossen! Halt! Kreaturen! Lasst eure Wertsachen fallen! Und oder rechnet mit Perforation! Die rennen alle durch dieses Schild durch! Okay, ich bin tot. Leb mich mal wieder. Sehr schön, dankeschön. Ich werde übrigens wieder mit vollem Leben wiederbelebt, ne? Ja. Kommt her, wenn ihr was wollt. Was machst du denn da hinten? Hör mal auf mit dem Wasserzauber. Sterben. Komm mal zu mir. Bring ihn zu mir. Ja, versuche ich. Aber renn nicht mein Schwert rein. So, Schlag. So, mal.
Bleib doch mal stehen, du Dreckskerl! Geht nicht! Die Gott zählt Feuer. Das habe ich noch gelernt vom ersten Teil. Könntest du bitte aufhören, Bloody zu verfolgen? Dich mit deiner einen deiner Größe anlegen? Habe ich mich gerade auf die eine Stufe mit Goblins gestellt? Ja, das hast du nur davon. Ich glaube, ich brenne. Ah, nee, doch nicht mehr. Oh. Das ist nicht umgebracht. Oi, und ich habe den wiederbelebt. Ich glaube, er kann sich nicht entscheiden. Leben und Tod? Hey, nein, 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 nein. So funktioniert das nicht mit Leben und Tod, wenn ich Leben auf mich selbst caste. Der ist schon tot. Kann ich die Fackel mitnehmen? Nein. Hä? Moment. Ich habe ihn gerade noch umgeschubst. Hä? Und die liegt auf dem Boden. Ja, ich konnte ihn gerade noch schubsen. Irgendwie. Komisch. Okay. Was kommt jetzt so? Aber dadurch, dass die Elemente sich nicht mehr zu lang kombinieren lassen, ist es nicht mehr so hektisch. Nichts Interessantes, nur etwas Filmschrott. Filmschrott? Was? Ihr könnt den Teppichklopfer mitnehmen! Lass mich den Teppichklopfer mitnehmen! Nimm den Teppichklopfer. Achso, ich bin da schon da hinten. Nein! 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 Drachenstreich haben wir freigeschalten. Videomodus 2, Zauberer Gesundheit 3 und Astronomrobe Rot. Keine Ahnung, was diese Zaubergesundheit, Videomodus und Drachenstreich machen. Aber die Astronomenrobe sieht cool aus. Ja. Das wäre jetzt eine neue Robe freigeschalten, sozusagen. Mhm. Freischaltung gefunden, 6 von 12. Moment, das heißt, wir können in jedem Level so und so viele Sachen finden und wir haben hier nur 6 von 12 gefunden. Ja gut, wir hätten die Frau wahrscheinlich retten können noch und wir hätten wahrscheinlich nach diesem Durchrennding noch was gekriegt. Ja, wir hätten wahrscheinlich einiges noch gekriegt. Beim ersten war auch nur 8 von 10 oder so irgendwie. Okay, das ist natürlich sehr nützlich. Jetzt haben wir Drachenstoß gelernt. Mal gucken, was das ist. Das hört sich an wie Feuer. Können wir irgendwo unsere Magiken gleich durchgucken? Jetzt kommt erstmal wahrscheinlich wieder... Genau. De plaski plask veradera e crystal paddle. De bo mongos maski people. Mene ye fiski schön. Ye remembra longas maska de Doris, Gunnel, Jack. Eva de corti fronto longi back. Varas maskig. Ye gile inte de plaski sims. Charlatan nostre de holme grande de plaski sims. Or sextelum titres in. Jem buks prater de plask svimare, je upplistig de icke sticki lucki de propeta. Finder nostrir, et asker jem despre propepe barn. Jevel du... mojeng. Aber ist so ein halbes Englisch ist schon drin in der Sprache. Ja, ja, was ich jetzt nochmal sagen wollte, das wollte ich am Anfang schon sagen. Wir haben storytechnisch übrigens einen Punkt übersprungen. Storytechnisch, wie man am Anfang schon gehört hat, kommt das Spiel Magica Wizard Wars noch dazwischen. Was ein sehr PvP-lastiges Spiel ist. Deswegen auch nicht so storylastig, dass man es geguckt haben gespielt haben müsste, denke ich. Vielleicht werd ich dazu nochmal was machen, vielleicht auch mit dem guten Blatty oder mit jemand anderes, mal schauen. Ich werde mir Wizard Wars auch mal angucken, ja, aber das ist so ein ja. Free-to-Play und Free-to-Play sind Pay-to-Win. Wahrscheinlich werden wir total versagen da. Wow. Und was ich noch sagen wollte, Blatt hat eine Hakenhand. Das gefällt mir. Bam. Die Hakenhand hat er aber schon im ersten Teil gehabt, oder? Nein, hat er nicht. Man hat gesehen am Anfang, ganz am Anfang, wo er aus seinem Urlaub zurückgekommen ist, dass er nur Armstumpf hatte und dort Blut rausgespritzt ist. Und da oben liegt eine Axt. Ich sehe die Axt doch. Und ein Helm. Da kommst du aber nicht ran. Ernsthaft? Au, 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 au! Es kann zu elektrischen Schlägen kommen, wo immer Blitz in der Nähe vom Wasser eingesetzt wird. Ach, was? Was ist das, was der hat? Der Typ da drüben, den muss ich ganz kurz mal... Ah, rettet euch! Rasch! Sie werden uns alle verschlingen!
Okay, dann renne ich mit. Was? Ich bin nass. What the hell? Okay, dann machen wir. Mach mal irgendwas. Nicht immer auf mich. Hä? Moment. Das war die falsche Taste. Ich bin gleich tot. Ich auch. Nani, Backe? Hat er dich gerade Backer genannt? Wie geil ist das denn? Ah! Backer ist, Idiot. Ja, auf Japanisch. Genau. Ich glaube, das sind Wasserkreaturen. Und sie blinken bei dir auch noch? Es sind Sandkreaturen. Warum ist dein Strom so sehr aktiv? Ja, hallo, das Leben kann furchtbar sein. Ich bin seit 3 da durchgeweicht, wenn nur jemand mit ein bisschen Feuer einbringen konnte. Einfach, okay. Wir sind aber liebenswürdig. Ein Typ in schwarzer Robe hat mir einen Trank aus Wasser und Schild verkauft, aber es ist abgeklungen. Heißt es gibt auch noch Tränke? Nein, aber es gibt ein Wasserschild, mit dem du dich trocknen kannst. Das ist Wasser und Leben. Nein, ich bin immer noch nass. Du musst wahrscheinlich Wasser also viermal und... Nee, Wasser und Schild, aber Schild einmal und Wasser viermal. Ah ja, dann bin ich noch trocken. Das ist die große Immunität. Moment, kann ich jetzt ins Wasser laufen und werde geheilt? Du darfst auf jeden Fall nicht zu weit ins Wasser laufen. Ach was. Ja, lol. Die Musik ist wunderbar. Auf jeden Fall. Oh, ich gucke gerade auf die Uhrchen. Oh, und, ist ja schon wieder soweit. Und Seechen, es ist schon wieder so weitchen. Gut, dann setzen wir Bloody noch in Flammen und sagen Tschüss für heute. Tschüss.